Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Random Wednesday. Heute mit Final Fantasy 15 Platinum Demo. Bin echt gespannt, was uns erwartet. Weil, naja, die ganzen letzten Final Fantasy Teile, die so rauskommen, inklusive 13, haben mir so gar nicht mehr gefallen. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein Final Fantasy Fan der alten Schule. Sprich 6, 7, 8 und 9. 10 war auch noch okay, aber danach, ne. Und jetzt bin ich einmal gespannt, was mich hier erwartet, weil... Die Optik scheint ganz cool zu sein. Hab schon ein paar Trailer dazu gesehen. Und das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Also daher, man weiß. Ich habe auf Englisch geschaltet von der Sprachausgabe, weil ich dachte, das wäre für euch wahrscheinlich auch ein bisschen besser als Japanisch. Und Tatsache, wir sind in einer Zeit, wo bei Final Fantasy Smartphones vorhanden sind. Also sieht das gut aus. Kannst du das lesen? Das ist von mir. Süßes Ding. Willkommen im Königreich der Fantasie. Oh, also die Optik gefällt mir auf jeden Fall. Oh mein Gott, man kann springen. Ein Final Fantasy, in dem man ernsthaft richtig springen kann. Krass. Okay, was ist das? Wow. Nicht alles, was groß ist, eine große Gefahr. Okay. Krass. Oh. Okay, die Sammelobjekte hier finde ich ein bisschen irritierend für ein Final Fantasy, muss ich sagen. Du schläfst momentan tiefer als sonst. Wenn du aufwachen und deine Freunde wiedersehen möchtest, musst du in Bewegung bleiben. Okay, also ich bin momentan in so einer Art Fantasieland oder sowas, keine Ahnung. Die Zeit schreitet voran. Okay. Wow, sieht echt Hammer aus. Hey, da ist noch was. Umsehen. Okay, wenn ich den L3-Knopf reindrücke, sprinte ich. Bleib einfach bei mir, dann passiert dir nichts. Okay. Na komm. Ja. Muss ich noch was drücken? Das Wetter wechselt. Okay. Sieht aus, als hätten wir Schlag. Ich weiß, sie hielt in die Flucht. Okay. Ein Gummihammer. Rüstete die Waffe über den Touch aus. Okay. Ah, okay. Gut, nehmen wir mal den Gummihammer. Interessantes Kampfsystem.
Surprise, vielleicht hier lang? Wo lang? Wo bist du? Ich probier mal kurz. Ach nee, das kann ich auch hier hinlegen. Ich versuche mal das Spielzeugschwert, wie das so ist. Hey, das ist... Naja, das sieht cool aus, aber es wird wahrscheinlich nichts benutzen. Ah, hier. Okay. Ich versuche mal... Muss ich jetzt da lang oder hier lang? Ich weiß es nicht. Geh ich mal hier lang. Wow. Irgendwie in der Traumwelt hat sich etwas getan. Wow. Leviathan. Krass. Ja, geil. Wow. Ah, da bist du ja. Okay, dann folg mir mal. Ab ins kühle Nass. Okay. Ups. Boah, geil. Wo ging es hier nochmal lang? Ich weiß es nicht. Du bist hier der Anführer momentan. Aber meine Fresse, ist das geil gerade. Ach übrigens, das wird dir bestimmt gefallen. Lass es krachen. Okay, Feuerwerk. Okay, ich habe jetzt Feuerwehr gehalten. Das kann ich damit ausrüsten. Okay. Was ist das? Zeit schreitet voran. Ein Auto. Was? Nochi hat sich verwandelt. Ich bin ein Auto? Wirklich? Alter, was ist das? Kleine Physikspieler, was? Hier oben, Nochi. Oder Noct. Noct heißt er, okay. Benutze die Rampe aus Spielzeug. Okay, ich will, möchte auch gerne die Punkte hier einsammeln. Oh, wow, ich bin stärker. Ich scheine ein bisschen stärker zu sein als das meine Autoverwandlung. Das ist ein bisschen komisch. Aber okay. Ich schmecke nicht darüber. Wir sind hier schließlich im Fantasieland. Da ist alles möglich. Shit. Wow, okay, die... Ja gut. Also ich möchte jetzt auch nicht auf ultra hohem Niveau herummeckern. Die Texturen sind an manchen Stellen ein bisschen matschig, aber mein Gott. Ich denke, es gibt Schlimmeres. Oder? Also an sich macht das Ganze hier auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck. Und Final Fantasy hat ja eigentlich früher nie wirklich eine richtige gerade Schiene verfolgt. Wäre ja auch langweilig gewesen, wenn jedes Spiel gleich gewesen wäre. Ups. Verdammt. Ja, verdammt. Ah! Okay, es geht doch. Was ist das? Die Zeit schreitet voran. Okay.
Also wirklich jedes Final Fantasy hatte einen anderen Stil und meiner Meinung nach war der Stil von Final Fantasy 13 der schlechteste überhaupt. Und Silberschalter aktiviert, okay. Oh. Bin schon wieder ein anderes Auto. Hä? Das ist der Silberschalter? Anscheinend. Ich fand Teil 12 und 13 eigentlich vom Stil her am schlimmsten. Oh, guck mal, ich habe die Barriere gebrochen. Teil 13 war mir zu futuristisch. Das war irgendwie wie, naja, sind wir mal ehrlich, das sah aus wie Star Wars. Und Teil 12, da hat mir einfach der Gesamtlook nicht gefallen. Keine Ahnung. Teil 10 war von der Optik zumindest gut. Spielerisch fand ich es okay. Aber naja, das ist halt auch immer eine Herausforderung von so einer Firma, wie Square Enix halt immer neue Innovationen reinzubringen und man will den Leuten ja nicht immer dasselbe zeigen. Das wäre ja auch scheiße. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich sammle jetzt mal nicht jeden Scheiß nochmal ein. Dafür sind einfach viel zu viele Punkte. Aber wieso habe ich diesen Bereich vorher nicht gesehen? Ich muss echt blind sein. Naja. Jetzt haben wir es ja doch noch hier hoch geschafft. Und mehr. Also ich muss sagen, bis jetzt muss ich sagen, ist das Kampfsystem okay, wobei ich finde, okay, es kann natürlich an der Demo liegen, aber irgendwie fühle ich mich ein bisschen overpowered gegenüber den Gegnern, weil irgendwie die rennen ja immer nur weg. Und wirklich Schaden bekomme ich auch nicht, denke ich. Kann natürlich auch sein, dass ich bis jetzt irgendwas übersehen habe. Oder es halt wirklich nur wegen der Demo so ist, dass es hier keine richtige Energieleiste gibt. Kann ja alles noch kommen. Okay. Geschenk erhalten. Mir ist wieder eingefallen, wo der Ausgang ist. Wirf mal einen Blick in dieses Haus. Okay. Und damit sind wir in der Stadt. So, sind wir wieder wach? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo hier muss ein langer Flur sein, der führt zum Ende deines Traumes. Nein, wir sind immer noch im Traum. Lass uns danach suchen. Gerne. Also ich muss schon sagen, der Junge hat einen ziemlich krassen Traum. Ah, okay. Ich kann auch einmal nur Kreis gedrückt halten, dann greift er automatisch an. Genauso wie wenn ich Viereck gedrückt halte, er in den Verteidigungsmodus wechselt. Okay. Wir sind ein. Was ist das? Das ist kein Schokobo. Okay, das ist schon ziemlich krass. Okay. Wir können keine Treppen besteigen mit dem Ding. Was ist das?
Okay. Ihr könnt ja in den Kommentaren reinschreiben, was ihr davon haltet, dass Final Fantasy VII, also Final Fantasy VII, ein Remake bekommt. Also ein richtiges Remake für die PS4. Haben wir uns ja damals eigentlich immer alle gewünscht. Jetzt wird es tatsächlich passieren. Meint ihr, das wird was oder wird das ein totaler Flop? Weil man weiß ja nicht, die haben ja gesagt, klar, die Grafik wird verändert, Gott sei Dank. Aber auch das Kampfsystem wird halt bearbeitet. Und ich muss sagen, wenn das Kampfsystem so wird wie hier, ich weiß nicht. Weil derjenige, der von euch Final Fantasy 7, 8 und 9 so gespielt hat, kennt das Kampfsystem und naja, ich denke, ihr gebt mir recht, wenn ich sage, dass dieses Kampfsystem von diesem Spiel dem alten definitiv nicht das Wasser reichen kann. Wie gesagt, es ist hier ja nur eine Demo. Ich weiß nicht, was hier noch alles auf mich zukommt, beziehungsweise was in der Vollversion halt dann passieren wird. Aber ich denke schon, dass sie sich wohl wirklich so ein aktiv Battle-Modus wie in dieser Demo halt vorgestellt haben. Nur, dass dann die Gegner natürlich schwerer sind und man einen richtigen Energiebalken hat, denke ich mal. Weil sonst wäre das ja ein bisschen zu easy. Okay. Ich habe immer eine... ich war... Ja, bin mal gespannt. Wollen wir schon raus? Ich weiß es nicht. Kommst du mit mir, kleiner Freund? Oder bist du auch nur in der Traumgestalt? Wir werden es herausfinden. Die Zitadelle. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das Gefühl habe ich auch. Die Zitadelle also. Na gut. Dann schauen wir uns mal um. Sieht jedenfalls unglaublich gut aus. Aber hier stimmt auch definitiv irgendwas nicht. Ja, dies ist dein Zuhause. Dein Ort der Geborgenheit, nicht wahr? Was? Mein Tierchen. Was ist das? Alter, das ist Brother. Oder... Nein, das ist nicht Brother. Wie heißt der? Ich hab den Namen vergessen. But remember, Noct. In the world of your dreams, you are king. Okay. Not afraid. What? Bist du das noch? Wow. Alter, und jetzt? Jetzt geht's. Wow. Okay. Jetzt. Okay. Okay. Ich bin offiziell beeindruckt. Und... Okay. Ich nehme alles zurück, was ich bis jetzt gesagt habe über das Kampfsystem. Es ist zumindest für dieses Final Fantasy optimal, aber es ist gerade bockschwer. Nein! 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 Okay, Defense ist gerade nicht so wirkungsvoll. Shit! Oh je, das sieht echt schlimm aus. Haben wir irgendwas?
Heizschwert. Ich habe kein Feuer mehr, verdammt. Alter, das geht ja jetzt mal richtig ab. Ich habe kein Feuer mehr. Das ist gerade echt scheiße. Was haben wir denn hier? Okay. Ich hab's verstanden. Also, MP habe ich. Ich brauche jetzt noch TP. Die Zeit schreitet voran. Und? Ich glaube an dich, Noct. Du schaffst das. Wartpunkte sind erschienen. Geil! Okay. Okay, ich brauche mehr MP. Okay, das ist echt krass. Lass mich in Ruhe. Okay. Brauche mehr MP. Shit, ich bin gleich tot. Oh Gott. Ich helfe dir. Ja, bitte. Helf mir. Was hast du getan? Okay. Alter. Okay, das ist echt gut. Okay. Okay. Also ich muss viel mehr mit der Umgebung agieren. Das ist so krass. Also mal hier. Verdammt. Wir brauchen unsere MP wieder. Das Wetter wechselt. Oh, Junge. Das ist krass. Steh auf! Alter! Wie bekomme ich neue Energie? Okay. Okay. Ich brauche MP. No, 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 no. Oh, Alter, Falter. Junge, krasser Shit. Wow, großartig, Nog. Du hast es geschafft. Und jetzt bin ich wieder klein. Bin ich denn nur ein... Endlich kannst du aufwachen. Platin-Schalter freigeschaltet.
Wow. Okay. Ich bin derbe beeindruckt. Ganz ehrlich. Gut. Ja. Arrivederci, Traumwelt. Hallo? Realität? Nanu, das Auto deines Vaters. Ah, darin fühlst du dich also am angeborgensten. Weil du dort immer bei deinem Vater sein kannst. Es warten Thanks. Schon alle ungeduldig auf dich. See you. Danke. Tschüss. Süßes Ding. Wait. I remember your name now. Ich glaube, Karfunkel passt wirklich. Aber es ist ja Karfunkel, aber ich weiß nicht. Sollen wir den anders nennen? Ich weiß auch nicht, ob die Demo vorbei ist. Boah, da könnte ich so viele Parts mitfüllen. Alter, ihr seht es ja gerade nicht. Ich habe gerade ein Fenster offen. Da kann man seinem Begleiter, den kleinen Tierchen, Namen geben. Und mir fällt gerade keiner ein. Na komm, ich lasse den Standardnamen. Warum eigentlich nicht?